Tausende Menschen haben in Brüssel gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA protestiert. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich etwa 9000 Demonstranten an der Aktion im Europaviertel der belgischen Hauptstadt. Gewerkschaften, Verbraucher und Naturschützer hatten zu dem Protestmarsch aufgerufen. Medikamente könnten sehr teuer werden, wenn wir TTIP hinnehmen, so eine Teilnehmerin. Für die Unternehmen mag das Vorteile haben, für die Menschen aber nicht. For the people is no good. Während CETA, das Abkommen zwischen der EU und Kanada, ausverhandelt, aber noch nicht ratifiziert ist, wird über das Freihandelsabkommen mit den USA noch verhandelt. Ein Ende ist aber nicht in Sicht. Sind wir bereit, viel Lebensqualität für einige magere Prozente Wachstum zu opfern, fragt ein junger Mann. Gibt es denn keine anderen Möglichkeiten, Jobs zu schaffen, insbesondere für junge Leute? CETA könnte bereits Ende Oktober in Kraft treten. Die 14. TTIP-Verhandlungsrunde im vergangenen Juli brachte offenbar kaum Fortschritte. In einigen EU-Ländern wird der Widerstand gegen TTIP und CETA größer, sagt unsere Korrespondentin. 7 von 10 Franzosen halten die Abkommen für gefährlich. Werden nach Angaben der EU-Kommission in Österreich nur noch 20 und in Deutschland nur noch 26% der Befragten den Abkommen zustimmen.